Horido, hier ist mal wieder Nikos Sonnel-Tagebuch. Ja, heute geht es mal um das Thema, ist es Gold oder ist es doch kein Gold? Ja, diese Frage stellt sich jeder Sonnengänger früher oder später mal, wenn er irgendwas findet, was goldig aussieht. Genau, und um das Ganze zu lüften, ob es Gold ist oder nicht, werden wir jetzt einfach mal das Prüfset von Gold Analytics ausprobieren. Das ist in diesem hübschen Schatzkästchen, sage ich mal. Das funktioniert mittels Prüfsäuren. Ja, und das Set werden wir jetzt gleich mal testen und werden gleichzeitig einen Goldfund testen, den ich mal gemacht habe, ob es wirklich Gold ist oder ob es kein Gold ist. Ja, also bleibt dran, wir legen jetzt einfach los. Angekündigt, werden wir heute das Gold-Set von Gold Analytics testen. Dazu öffnen wir mal die kleine Schatzkiste. Wir sehen hier oben auch schon gleich eine Bedienungsanleitung, wie man Silber testet, beziehungsweise die Silberflüssigkeit anmischt, wie man sie benutzt. Und hier ist der Goldtest, den wir jetzt mal Gold durchführen wollen. Ja, hier ist noch eine Bedienungsanleitung, auch in mehreren Sprachen. Das Benutzerhandbuch, auch mehrsprachig auf jeden Fall, auch für die Leute, die kein Deutsch sprechen, hier schon rausgesucht. Hier ist auch eine sehr schöne Liste, wie viel Karat welches Gold sind. Zum Beispiel 8 Karat 333er und das Ganze setzt sich dann fort bis 24 Karat, also 999,9er Gold. Ja, das Ganze werden wir jetzt einfach mal testen an zwei Dingen, die ich gefunden habe. Und zwar habe ich gefunden, das ist vermutlich das Teil einer Uhr, das Unterteil. Da sieht man noch das Uhrwerk drin und so. Das Gehäuse scheint mir aber Gold zu sein. Da ist zwar ein Loch drin irgendwie und so hier auch ein paar kleine Löchlein, wo man das Innere halt durchschimmern sieht. Aber ich denke mal, es wird Gold sein. Genau, und das wollen wir jetzt einfach mal testen mit dem Goldprüfset von Gold Analytics. Des Weiteren habe ich als Vergleichsstück denn einen goldenen Ring, der ist 585er Gold, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ja, 585er. Da werde ich einen Vergleichstest mitmachen, wie das Set funktioniert und ob es funktioniert. Würde ich sagen, legen wir doch jetzt einfach gleich mal los. Also, als erstes brauchen wir den Goldstein, beziehungsweise es ist ein kleiner Schleifstein. Den packen wir jetzt erstmal aus. Das Ganze machen wir jetzt noch ohne Handschuh. Gleich zu dem Testen selber tragen wir Handschuh, weil wir da mit Säuren arbeiten. Das ist ein reiner Säuretest. Holen wir den Stein hier mal raus aus der Verpackung. Na komm raus. So. Was, womit ich ihn abwischen kann. Einmal rüberwischen hier, dass wir eine saubere Oberfläche haben. So, genau. Ja. Den legen wir doch mal los. Wir sollen von den goldenen Objekten ein bisschen was abschleifen. Dann machen wir am besten mal so rum, damit ihr auch mehr seht. Jetzt nehmen wir als erstes meinen Fund. Das ist halt die Uhr, die ich gefunden habe. Und ziehen da mal so ein paar Mal einen schönen Strich drauf. So, jetzt haben wir da schon mal goldenen Strich. Und zum Vergleich nehmen wir jetzt mal den Ring und machen hier unten einen goldenen Strich. So, das lässt sich auf jeden Fall schon mal anders rüberziehen. So, jetzt
drehen wir das Ganze mal. Und bei den Tests fängt man halt an, das sind verschiedene Lösungen. Jetzt muss ich hier erstmal kurz ins Kistchen greifen. Wir haben einmal die 8 Karat Lösung. Holen wir mal raus gleich aus der Tüte. Und wir brauchen sie eh gleich alle. Aber einmal die 8 Karat Lösung haben wir. Dann haben wir die 14 Karat Lösung. Wie gesagt, alles Säuren, wie ihr auch an dem Zeichen seht. Deswegen nicht für Kinder geeignet und immer mit Gummihandschuhen arbeiten. Dann haben wir noch eine Lösung für 18 Karat. Das ist die hier. Und haben noch eine Lösung für 21 Karat. Ja, haben wir hier sonst noch eine Lösung? Was war das hier? Nee, das ist für Platin die Lösung, genau. Das andere hier ist für Steinreinigung, damit wir den Stein auch wieder reinigen können. Aber wie ihr eben gesehen habt, die untere Spur hier ist von meinem goldenen Ring, 585er. Das heißt, der müsste bei der 14 Karat Lösung ausschlagen. Genau, und was das Teil von der Uhr ist, das wissen wir noch nicht. Jetzt machen wir einfach mal den Test. So, für den Test habe ich mir jetzt halt Gummihandschuhe angezogen, weil es ja alles Säuren sind. Wir fangen jetzt an mit der 8 Karat Lösung. Einmal schütteln. Machen wir die mal auf. Und dann hat man da auch ein schönes Stäbchen dran zum Auftragen. Und ziehen einfach mal. Noch gar nichts dran. So, jetzt. Ein Strich da drüber. Und ein Strich da drüber. So. Das Ganze muss 30 Sekunden wirken, bis wir das Ergebnis sehen würden. In der Zwischenzeit machen wir mal weiter mit der 14 Karat Lösung. Die müsste der Goldring auch auf jeden Fall noch mitmachen. Fangen wir mal wieder an hier bei der Uhr. Das ist der 14 Karat Strich. Goldring hier auch, 14 Karat. Aha. Aber hier sehen wir jetzt schon, bei der Uhr da oben, der Strich hat sich aufgelöst. Das heißt also, wird 8 Karat sein. Das heißt also 333er Gold. Zum Vergleichen können wir jetzt nochmal die 18 Karat Lösung nehmen. Da müsste sich jetzt auch der Strich von dem Ring lösen. Hier nochmal über das Urteil zum Vergleichen. Der müsste sich jetzt theoretisch auch auflösen. Das hier war der Ring. Der müsste sich jetzt auch auflösen oder verfärben. Dann haben wir ja noch die 21-karatige Lösung. Das war ja die hier. Da steht es. 21 Karat. Auch kurz schütteln. Und auftragen. Man müsste auch das bei der Uhr hier wieder verschwinden. Und bei meinem Ring müsste es auch verschwinden. So, jetzt haben wir alle Lösungen ausprobiert. Wie gesagt, der oberste hier, der Strich hier, ist der von der Uhr, die ich gefunden habe.
der unterste hier ist der von dem Ring, wo ich weiß, dass er 585er ist. Ja, dann hatte ich jetzt mein Tuch hier zum Wegtupfen. Tupfen wir mal runter. Tupfen hier auch mal runter. So, hier sehen wir jetzt, beim ersten Test hier oben sind beide Striche noch da. Das heißt also, sie sind auf jeden Fall schon mal 333er Gold. Bei dem Urstrich hier oben sieht man jetzt schon, dass bei der 14 Karat Lösung der Strich sich komplett aufgelöst hat. Er ist komplett weg. Das heißt also, dass er 333er sein muss, weil da oben ist er ja noch sichtbar. Ja, bei den anderen hat er sich ja aufgelöst. Das heißt also, bei der Lösung, wo er noch sichtbar bleibt, das Gold ist es denn halt. Und das wäre die 8 Karat Lösung gewesen, also 333er Gold. Der Ring, der 585er ist, da sieht man dann auch, dass er bei der 14 Karat Lösung, die wir hier ja aufgetragen hatten, auch noch zu sehen ist. Das heißt also, er ist 585er Gold, weil bei der nächsten Lösung, bei der 18 Karat Lösung hier, da hat der Strich sich dann aufgelöst. Also das ist auf jeden Fall ja, ein Test, der funktioniert und sogar stimmt. Schon mal sehr cool. Und ich weiß jetzt, dass mein Gold, was ich da in dieser Uhr gefunden habe, 333er Gold ist und wirklich Gold ist. Haha. Und nicht irgendwie nur was nach Gold aussieht. Sehr geil auf jeden Fall. Ja, jetzt geht's an die Steinreinigung. Die Steinreinigung führen wir jetzt durch, indem wir den Stein mit der Lösung für Platin an den Stellen einstreichen, wo wir den Abrieb gemacht haben. Und dann verschwinden die Striche, weil Platin noch eine Ecke mehr aushält als wie Gold. Oh, hier ist das Stäbchen dann natürlich richtig gelb. So, streichen wir mal schön ein. Und wie wir sehen, fängt der Strich auch schon an zu verschwinden. Und löst sich komplett auf. Das machen wir jetzt mit dem anderen Strich hier auch noch. Aber ich kann das Set für Sonnengänger nur empfehlen, falls ihr mal Gold findet und wissen wollt, ob es echt Gold ist oder nicht, holt euch das Set von Gold Analytics. Es funktioniert, wie ihr gesehen habt. Und man hat Gewissheit, ob man wirklich Gold gefunden hat oder nicht. Das ist schon mal sehr cool, weil ich habe mich schon lange gefragt, ob das Stück von der Uhr, was ich da gefunden habe, wirklich Gold ist oder nicht. Ja, aber wie wir jetzt gesehen haben, es ist Gold. So, das Platinkram kommt jetzt wieder in die Tüte und in die kleine Schatzkiste. Den Stein können wir jetzt gleich einmal abwischen. Die Striche müssten weg sein. Ich finde das echt cool, dass das hier in so einer Kiste drin ist. So, was war denn jetzt zum Steinreinigen das nicht? Genau. Pflegemittel für Prüfstein. Dann hat man da noch so eine Pflegemittel mit bei. Man sieht auch wieder Lungengängigkeitszeichen und so. Heißt also, ist echt nichts für Kinder. Jetzt wischen wir den Stein erstmal ab, um die Reste da runter zu kriegen. Im Übrigen könnt ihr halt auch Platin mit testen und für Silber ist da auch ein Testmittel mit bei. Da werde ich dann aber nochmal ein separates Video machen, weil das Silbertestmittel muss man anmischen. Jetzt seht ihr, der Stein ist wieder sauber, nachdem ich die Platinmasse aufgetragen hatte, aber das Platinprüfmittel. Jetzt nehmen wir zur Pflege des Steins. Und wenn es mal. Ah, jetzt geht es auf. Zwei Tröpfchen von dem Pflegemittel. Reiben wir da einmal mit ein. Und dann können wir das Ganze auch wieder schön in die Kiste packen.
So. Ja, wo habe ich jetzt die Folie von dem Stein? Ach, die habe ich so. Stecken wir alles dann wieder rein. Damit für den nächsten Test alles dann wieder bereit ist. Ja, ich hoffe, das Video hat euch hier mal wieder gefallen. Und ihr denkt an das Abo, falls ihr noch keins habt. Und natürlich an den Daumen nach oben. Sehr, sehr wichtig für diesen YouTube-Algorithmus. Ja. Aber wie gesagt, der Ring ist, wie er gestempelt ist, 585er Gold. Ist also echtes Gold. Mal gucken, ob man die Schleifstelle hier sieht. Nö, fällt gar nicht auf, dass wir da rumgeschliffen haben. Sehr cool. Und die Uhr hier ist 333er Gold. Oh, das ist wirklich Gold. Ich habe Gold gefunden. Jawohl. Richtig cool. Ich hatte auch schon mal was gefunden, da dachte ich, es ist Gold. Und dann hatte ich es in der Hand und dachte so, ja, so leicht, das kann aber nicht sein. Das war dann nur Aluminium. Ja, und somit sind wir jetzt auch schon wieder am Ende des Videos. Diesmal halt ein kurzes Video. Genau, das nächste wird, denke ich, mal wieder länger. Entweder wird es ein Restaurationsvideo oder ein Video, wie ich mit dem Bodenradar losziehe. Da stellen nämlich jetzt demnächst noch zwei interessante Aktionen an. Und das werde ich dann für euch auch filmen. Ich kann nur noch nicht versprechen, wann die Sache mit dem Bodenradar rauskommt. Deswegen kann es auch sein, dass als nächstes noch mal ein Restaurationsvideo kommt. Ich habe da eine schöne Löwenkopfschnelle gefunden. Die will ich die Tage halt noch fertig machen. Und ja, die Restauration zeige ich euch. Dann habe ich sie zufällig hier liegen. Dann kann ich sie euch schon mal zeigen. Nein, liegt hier nicht. Aber ich hole sie mal fix. Ja, da habe ich die Löwenkopfschnelle. Aber ich denke mal, sie könnte aus dem 14. Jahrhundert ungefähr sein. Die werde ich eventuell im nächsten Video restaurieren, beziehungsweise auch reinigen. Ja, also denkt dran, Glocke drücken, Abo dalassen, wenn ihr nicht verpassen wollt, wie ich die Schnelle reinige und vielleicht restauriere. Ja, also bis dahin, euer Nico Sondeltagebuch. Ach so, ganz vergessen zu sagen eben, das Gold-Test-Set von Gold Analytics, was ich jetzt gerade benutzt habe, werde ich euch unten in der Videobeschreibung auch verlinken, dass, wenn ihr Interesse habt, ihr eigentlich nur auf den Link gehen müsst und das Set dann seht im Internet, beziehungsweise auch wisst, wo ihr es herkriegen solltet, wenn ihr Interesse daran habt, weil ihr irgendwelche Goldfunde habt, die ihr gerne testen möchtet. Ja, das war es jetzt aber wirklich. Jetzt kommt der Abspann. So, jetzt habt ihr mal gesehen, wie das Gold-Testset von Gold Analytics funktioniert. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da. Ja, das Abo bitte nicht vergessen, wenn euch meine Videos gefallen, damit mein Kanal mal so ein bisschen nach vorne getrieben wird. Wenn ihr kein Video verpassen wollt, auch die Glocke drücken. Ja, ach so, und an dieser Stelle noch Grüße an Sven Z, der leider im Krankenhaus liegt, und gute Besserung auf jeden Fall. Genau. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche oder schönes Wochenende. Ja, und allzeit gut Fund!